Der Engländer würde sagen Humidity. Es gibt hier sehr viel Humidity. Ja. Also die Trails sind feucht, obwohl es eigentlich nicht geregnet hat. Nummer 1. Nummer 2. Auch Mücken gibt es im Winter. Ciao, das ist Matteo. Wir nutzen die Fahrt und machen ein kleines Q&A zum letzten Video. Gestrandet in Piombino. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, als in der Toskana zu stranden. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hinter uns sieht man so einen leichten Hügel und genau da sollen die Trails sein. Piombino liegt ein bisschen südlich von Pisa, unterhalb von Livorno. Und tatsächlich gibt es hier wohl ein sehr großes Trailnetz. Zumindest sagt das Trailfox. Und wir haben gestern mal auf NTB News geschaut, da gibt es einen Artikel über Tuscany Bike, also um Trails hier in der Toskana. Und der Matteo hat tatsächlich gerade schon vorbeigeschaut, das ist einer, der hier einen Local Bike Shuttle betreibt. Aber wir sind heute auf eigener Faust unterwegs und exploren mal auf eigenem Wege anhand von Trailfox und Touren, die uns so begegnen. We will see. Wir fahren los! Das sind die Wahrnehmung, wenn man verstanden hat. Und jetzt 36,51 hochgefahren, 270 Höhenmeter. Also eine entspannte Runde zum Einrollen, bevor es in Trail Nummer 1 geht. Danke. Das sah so geil aus. So richtig so. Wir wollen halt hoch rein. Ja, aber trotzdem. Weil jetzt. Meine, ich habe meine Dose verloren. Bitte? Nee. Meine Dose Red Bull im. Ich dachte, man im Hip-Pack. Ding, wo man gärten könnte. Habe ich leider verloren gerade. An dem Stein kann man da abziehen? Ich glaube eher nicht. Super Flow! Bis ans Meer. Geil. Uiuiuiui. Wir haben jetzt unseren technischen Apfel hinter uns und diskutieren über die Leitung. Der Guide ist umschließend. Wir sind natürlich auch sehr heterogen. Muss man dazu divers. Sagen. Divers. Diverse Gruppe. Ich muss hier mal kurz was über die Toskana loswerden.
Wir sind jetzt schon ziemlich am Schwitzen und es ist generell sehr feucht, weil es im Winter nachts so, nennt man das Tau? Der Engländer würde sagen Humidity. Es gibt hier sehr viel Humidity. Ja. Also die Trails sind feucht, obwohl es eigentlich nicht geregnet hat. Nummer eins. Nummer zwei. Auch Mücken gibt es im Winter. Nummer drei. Im Sommer ist es wohl richtig warm, 40 Grad. Und auch Mücken ohne Ende. Noch mehr. Also Mücken gibt es hier sehr, sehr viele. Ein Urlaubsort für den Aber wir haben gerade eben schon welche getroffen, die schon mal im Sommer hier waren. Romeo und Julia. Roman und Claudia haben gesagt, dass es im Sommer tatsächlich deutlich anstrengender ist. Also ja. Im Winter wahrscheinlich besser, aber feuchter. Können wir auch so stibetigen. Ja. Stibetigen. Einmal einen Daumen nach oben bitte. Ist stibetig. Roman auch. Daumen. Was denn? Was ist stibetig? Einfach einen Daumen hoch geben. Was ist bestätigt? Genau. Okay, wir halten mal kurz bei Matteo an. Cool. Cool. Das ist Matteo. Ciao. Das ist Matteo. Der shaped hier gerade tatsächlich ziemlich geile Anliegerkurven. You want to go first? Do you want to go first? Let's say, man. You know, the way. No. On the next one on the left. Holy moly, war das geil. I like your trails. Oh man. Yes. Oh man. Boah, das war so schnell, Alter. Oh man. I was next to you, you jump. Yeah. I'm so scared. I never did. Huh? It's too tight. Cool. Sorry. I like to follow you. I prefer someone come eat me than you. Trail with a view. Tuscany bike! Jasper, Eric, Roman, Piombino. Piombino. Di tutti? I come here every day. Wow, really? Yeah, for touring, for building, for... Nice. Yes. So it's kind of a
a private space, but it's open for everyone, and he just wants that everybody leaves it clean again. Or so the story is this: this guy, this man, actually is old, but when he was young, in 60s basically, yeah. 1960s, when was a bit illegal to building house and stuff, everyone knows, and he start to build this position, this spot for him. But happened that the government was looking for someone who look for fire. Oh, okay. And he say, I do. Don't build anything, I stay here. Yeah. And he, during his life, he travel a lot and he's a sculptor. Yeah. He decide to stop here. And the wood come from the sea with the cargo navy and from all over the world. And I say, I can still sculpt the wood from all over the world as when I was young and I was traveling. Cool. That's his philosophy. Yeah. And he's strolling around here naked a few years ago. Now it's old. Yeah. And Enrico is the name. Wow. Ja, was soll ich sagen? Ja, Geheimnisse. Geheimnisse für dich? Ja. Das Video? Ja. Oh. Das müssten wir vielleicht erst herausfinden, was die Leute so wissen möchten. Sollen sie einfach mal fragen? Und dann kannst du das. Ja. Also, Isabel. Die lustigsten Geheimnisse von Jasper Jauch. Ich erzähle sie euch. Okay, liebe YouTube-Zuschauer, mittlerweile haben wir 852 Höhenmeter auf der Uhr, haben 2 Stunden 15 Zeit in Bewegung, aber glaube ich auch genauso viel Zeit in Ruhe. Und wir fahren jetzt den Trail, der runtergeht und wieder raufgeht, um dann beim Auto rauszukommen. Matteo zeigt uns hier gerade noch ein paar Kräuter. Ich glaube, das ist Zitronenmelisse, oder? Thymian. Nee. Thymian? Nee. What is it? Kind of peppermint. Peppermint. You can do a tea with this. It's very good. Was schon, fahr weiter. Vollkart. Schöner Trail. Ja, ganz nett. Oder? Richtig geil. Erich, waren das die schönsten Trails der Toskana für dich? Fand die schon ziemlich cool, sehr aufgeräumt und mega geil gemacht. Also geile Meile. What a day! Die Trails in Piombino fand ich richtig geil. Wie schon erwähnt, Bucket Ride macht hier auf jeden Fall Trips. Oder Tuscany Bike, der Matteo ist jemand, an den man sich wenden kann. Wir stehen jetzt hier in der nächsten Stadt und wollten jetzt eigentlich weiter Richtung Calci fahren. Bei Pisa, da gibt es auch ein paar Trails. Wir sind uns aber noch nicht sicher. Ich bin relativ müde und wir gucken jetzt einfach, ob wir irgendwo einen Parkplatz finden, wo wir in der Nacht stehen können. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten tatsächlich keine Lust mehr zu fahren und haben uns dann einfach irgendeinen Parkplatz gesucht, der nicht so
der nicht so richtig schön war. Dafür haben wir heute Morgen noch einen kleinen Strandspaziergang gemacht. Und jetzt fahren wir auf nach Pisa. Und werden uns den Schiebeturm von Pisa angucken, weil den hat die Isabel und ich noch nicht gesehen. Und Pisa ist eigentlich gar nicht so hübsch, wie man es eigentlich denkt. Und unser Nachbarn ist auch mit dabei. Ist ein Niedchen. Aber wir nutzen die Fahrt und machen ein kleines Q&A zum letzten Video. Ihr habt im letzten Video ein paar Kommentare hinterlassen und ich habe mir für 2022 mehr vorgenommen, mehr mit euch zu interagieren. Dementsprechend werden wir jetzt auf ein paar Kommentare eingehen. Isabel wird es einfach vorlesen und ich werde dann so die Antwort droppen. Ich lese gerade gleich die Frage bei 5,52. Was ist das bitte für ein verratztes Kissen? Darauf habe ich dich auch angesprochen in dem Moment. Ich habe ein Deko-Kissen im Auto, das habe ich mal in Spanien gekauft. Auf dem Roadtrip und das ist beim Waschen tatsächlich ein bisschen aufgegangen. Also die Nähte sind aufgegangen und jetzt sieht es ziemlich abgeranzt aus. Ja, aber es ist so ein blattes Kissen. Und verranzt ist es nicht, nur kaputt. Es hat eine Geschichte zu erzählen. Welche Klickschuhe fährst du? Klickschuhe fahre ich die Crank Brothers. Ich glaube, die heißen auch Mallet. Und da habe ich mal ein Video zu gemacht. Click versus Flat Pedal. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, da ist alles drin. Was hast du denn da immer für Rahmenschutzfolien auf deinen Bikes? Ich fahre tatsächlich eine Unleashed-Rahmenschutzfolie. Ich weiß gar nicht genau, wie die Artikel heißen, aber Unleashed-Rahmenschutzfolie. Danke für deine Videos. Eine Helmkamera wäre bei solchen Trails von Vorteil. Vielleicht da ein kurzes Statement? Eine Helmkamera? Achso, anstatt den Chest Mount? Ja, ich habe tatsächlich jetzt gerade upgegradet. Das heißt, in der Zukunft werdet ihr von den neuen GoPro-Aufnahmen sehen. Und ich habe mir vorgenommen, mehr 360 Grad Sachen zu machen. Kommt auch ganz geil. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Quality Upgrade. Wo genau warst du denn in der Toskana? Wir waren jetzt Monte Argentario. Ich weiß gar nicht genau, wo das liegt, aber das ist so eine Halbinsel und die kann man übrigens auch umrunden, weil es eine Halbinsel ist. Also es ist quasi wie eine Insel, nur mit einer Straße zugänglich. Und in diesem Video, was ihr jetzt gerade seht, waren wir in Piombino. Auch aka Pombeer-Promenade. Pombeer-Promenade? Wo gibt's denn den Santa Cruz Hoodie zu kaufen? Der Santa Cruz Merch, das hatten wir tatsächlich im Livestream angesprochen, als wir den Sebastian Tegmeier zu Gast hatten. Den Livestream könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen. Jetzt fällt die Kamera um. Merch wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben. Es tut sich aber gerade strukturell einiges bei Santa Cruz. Das heißt, es kann sein, dass es irgendwann mal Merch geben wird für euch. Ist die Tour nach Portugal verschoben oder komplett gestrichen? Die Tour nach Portugal ist tatsächlich nur verschoben, weil ich würde da echt gerne noch hin. Ich habe gesehen, da gibt es richtig geile Hammer-Trails und die möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Wer ist die allerbeste Freundin auf der Welt? Isabel. Wer fragt das? Unbekannt. Super Video. GPX zu den Trails wären geil. Ich gebe generell keine GPX-Tracks raus. Wer aber ein bisschen fuchsig ist, findet da auf jeden Fall Trails auf Komoot und Trailfox. Oder ihr macht einfach richtig gut und unterstützt die Anbieter, die sowas, ja, die sich dann auch ums Trail-Netzwerk kümmern, wie zum Beispiel Bucket Ride oder auch Tuscany Bike. Die helfen euch da auf jeden Fall gerne weiter. Eine Frage, wie viel PSI hast du auf deinen 120er? Würde mich sehr interessieren. Oh, gute Frage. Ich glaube, ich habe mit 180 angefangen. Alle Angaben ohne Gewehr. Da hätte dir der Cliff 4x4 Adventure Van gut im Matsch geholfen. Oh ja. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Diese Autothematik ist noch nicht beendet und jetzt gerade quasi neu aufgefochten, weil der T68 ein richtig geiles Wohnraumgefühl hat und innen drin schon deutlich geiler als ein Cliff. Aber ich glaube, es ist für meine Art des Reisens wahrscheinlich nicht ganz so geeignet. Gerade die Größe, Breite und ja, Einschränkung durch Größe und Breite sind dann doch irgendwie nicht so geil. Boah, das ist eine richtig nice Idee. Schreibt einer, ich würde mir bei gut gepflegten Trails sehr ein PayPal-QR-Code wünschen. Würde gerne ab und an mal eine Mark da lassen. Gibt es tatsächlich bei einigen Trails schon, diese PayPal-Spendenaktionen.
Muss man einfach mal die Augen offen halten. Oftmals fahren wir einfach sehr ungeachtet an Schildern von den Trails vorbei und missachten auch gerne mal Verbote, wenn irgendwo gebaut wird oder gerade Jagdsaison ist. Das ist immer nicht hilfreich. Also ab und zu mal auf die Schilder gucken. Und sehr cool, dass du eine Mark abgeben möchtest, weil das hilft auf jeden Fall. Ihr habt natürlich, weil ich mir vorgenommen habe, mehr mit euch zu interagieren, habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch nochmal zu diesem Video Fragen zu stellen. Auch Isabellen Fragen zu stellen. Und dann versuche ich die einfach immer im kommenden Video wieder zu beantworten. Guter Schwank. Okay, was ist das denn? Ich habe neulich beim Öl befüllen aus Versehen vergessen, den Tankdeckel wieder drauf zu schreiben. Und kurze Zeit später ging die Ölleuchte erneut an und sagte mir, es sei zu wenig Öl im Motor. Ich dachte, hey, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Und dann habe ich gecheckt, fuck, der Öldeckel ist nicht mehr da. Und der Motorraum hat dann so ziemlich viele Spritzer von Öl gehabt. Und dann haben wir versucht, in Italien den Deckel aufzutreiben. Hat aber nicht funktioniert. Aber der ADAC konnte uns helfen. ADAC Plus Mitglied angerufen und die schicken uns jetzt so einen Deckel. Der ist übermorgen da. Und solange haben wir gegoogelt und am besten ist wohl eine Socke reinstopfen. Also natürlich festbinden, dass die auf gar keinen Fall in den Motorraum fallen kann. Wir haben das mit der Speiche gelöst. Aber eine Socke kann man reinstopfen und dann ist das Problem gelöst. Wir haben noch ein bisschen Touri-Programm gemacht und waren gar nicht mehr Mountainbiken. Die letzte Nacht hat es nur gestürmt, das heißt, wir haben richtig schlechtes Wetter in der Toskana. Haben uns dafür aber noch den Schiefenturm von Pisa angeguckt und auch heute noch Luca. Wir fahren jetzt nach Hause. Das war's, Ende im Gelände. Wie gesagt, 2022. Ich würde mich über ein bisschen mehr Interaktion mit euch freuen. Das heißt, es ist meine Aufgabe, mehr auf euch einzugehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Und was ich auch gerne wissen würde, ist, welche Bikespots in Süddeutschland könnte man im Februar bis März besuchen, von der Schneelage bedingt. Vielleicht könnte man da den ein oder anderen Besuch mal machen und ein bisschen Fahrrad fahren und da den ein oder anderen Spotcheck machen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich Februar nochmal nach Portugal düsen, hoffentlich mit dem anderen Gefährt. Wir werden sehen, dann kann ich euch noch was anderes vorstellen. Von daher, Kanal abonnieren, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!